Da war etwas mit irgendeiner Kamera Obscura, die Yu besaß. Es stand in diesem Brief. Die Kamera Obscura. Ob das dieselbe Kamera aus meinem Traum ist? Würde mich nicht wundern, wenn sie von sowas träumt, wenn das hier alles hier drin ist. Bitte lass es nur ein Arbeitszimmer sein. Nein, es ist tatsächlich so ein Schlafzimmer. Ray, may I help you with something? Oh, I just wanted to ask you. Arme, traurige Ray. Der Regen erinnert sich sicherlich an den Unfall. Auch damals hat es geregnet. Die Straße war vollkommen nass. Und dann musste sie ausweichen. Der Unfall. Dieser verdammte Unfall. Schade. Ein schmaler Sonnenstrahl dringt durch die zugezogenen Gardinen ein. Hier regnet es immer. Immer wenn ich das Geräusch des Regens höre, muss ich daran denken, was damals passiert ist. Wie wär's mal, wenn du die Gardinen einfach mal zur Seite ziehst? Wär viel freundlicher und heller hier. In der Ecke des Raumes stehen ein paar Pappkartons. Nachdem es passiert ist, wollte ich diese Dinger ordnen. Nach einiger Zeit konnte ich nicht mehr weitermachen und habe sie seitdem nicht mehr angefasst. Da in der Ecke war nichts. Ich finde es doch sehr komisch, dass sie wirklich ihre eigenen Zimmer hatten. Sie waren verlobt, haben scheinbar relativ gut verdient und dann haben sie sich ein Haus gekauft für 3 Personen, mehr oder weniger. Und dann haben sie jeweils ihre eigene Zimmer. Ich kann das noch zu einem gewissen Teil nachvollziehen, weil sie noch nicht verheiratet waren, aber verlobt, aber sie mussten sich ja nicht, sie haben sich ja nicht, keine Ahnung, an einem Tag kennengelernt und dann geheiratet oder so. Naja, vielleicht ist das halt so. Haben wir noch irgendwas Neues? Nee. Würde mal nachgucken. Yus Kleidung hängt noch immer im Schrank. Ich entschied, sie nicht wegzuräumen. Wenn sie einmal in den Kartons sind, würden sie dort auch bleiben. Ja. Yus Kleidung hängt noch immer im Schrank. Die Bücherregale sind voller Bücher über Volkskunde, Philosophie und Anthropologie. Es sind alles Bücher über Yus Arbeit oder die seine Firma veröffentlicht hatte. Ich war mal interessiert an ihnen, aber das war nur eine vorübergehende Phase, als ich total verknallt in ihn war wahrscheinlich. Also sie, nicht ich. Ja, Wiederholung zu dem Ganzen. Auf dem Schreibtisch liegen getippte und handgeschriebene Briefe sowie ein paar Bücher. Seit jenem Tage habe ich hier kaum etwas angefasst. Ich konnte es nie über mich bringen, sie wegzuwerfen. Auf dem Schreibtisch hat jemand eine Notiz liegen lassen. Ich muss mal kurz sagen, das spielt ja, ich glaube, der erste Teil spielte in den 80ern irgendwas. Und das, weiß ich nicht. Ich würde mal tippen, dass es eigentlich in den 90ern spielen muss. So ungefähr. Mitte 90er vielleicht. Weil dieser Laptop ist schon ursalt. Und in den 2000ern, das Spiel ist ja aus 2005, 2006, hatten sie auf jeden Fall schon besseres Equipment als das da. Ich hätte ja auch 2005 mir einen Laptop gekauft und der sah nicht so aus. Auf dem Schreibtisch hat jemand eine Notiz liegen lassen. Vielleicht war gerade jemand mitten in der Arbeit. Das sieht so nichtssagend aus. Die urbane Legende. Oh, es ist die urbane Legende. Oh, 11 Seiten. Viele der urbanen Legenden des Typs verlassenes Dorf beruhen auf tatsächlichen Ereignissen. Ein Dorf wurde zerstört, als ein Bewohner die anderen tötete. Oft ist es eine Mischung aus tatsächlichen Vorfällen. Legenden und Überlieferungen, Plätze, die das
einsame Bergdorf und alte Gebräuche wie nächtliche Treffen und Zeremonien lösen oft das Ereignis aus, das dann zum Motiv für urbane Legenden wird. Plätze wie das einsame Bergdorf. Ja, ja. Der Grund für die Beliebtheit der Legenden könnte in dem Blick der Stadt auf dem Land oder der modernen Neigung zum Alten liegen. Ja, kann gut sein. Für moderne Stadtbewohner ist das Dorf Wildnis und die Menschen, die dort wohnen, sind anders. Diese Verachtung oder Furcht könnte Ausdruck in urbanen Legenden finden. Aber es ist doch oft auch für die Dorfbewohner so, dass die Leute aus der Stadt anders sind, weil das Fremde sind und die Leute aus dem Dorf sie nicht kennen und deswegen sind sie denen auch suspekt und so. Deshalb spielt die Legende im einsamen Bergdorf alte Gebräuche. Alte Gebräuche sind attraktive Elemente, die dann den Vorfall auslösen. Ein Beispiel ist die Geschichte über die Gegend um den Minakami-Damm, in der Mayo verschwand. Die Geschichte trägt den Titel Das verlassene Dorf. In den Bergen der Minakami-Gegend geschah einst ein Massaker in dem sogenannten verlassenen Dorf. Vor vielen Jahren am Abend eines Festes gab es ein großes Massaker und das Dorf verschwand von der Landkarte. Nur eine Frau überlebte. Geh in den Wald, wo das Dorf einst lag, und du findest eine kleine Wächterstatue. Gehst du weiter, so bildet das Tor des Schreins den Dorfeingang. Gehst du durch das Tor, dann kehrst du nie mehr zurück. Die Nacht des Massakers lebt in dem Dorf fort, indem es nie wieder Tag wird und der schrecklichen Lachen einer Frau halt durch das Dorf. Und das schreckliche Lachen einer Frau halt durch das Dorf. Das ist Project Zero 2. Dann gibt es das Haus der bizarren Morde, in dem sich die Tragödie immer wiederholt. Das Ausmaß ist geringer, aber es ähnelt dem Muster des Dorfes, da die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. Hier ein Beispiel dafür. Es hängt mit Mafuyus Verschwinden zusammen. Moment. Ah, ich muss nochmal zurückblättern. Mach ich dann gleich nochmal. Das ist mit Mafuyus Verschwinden. Das ist der erste Teil. Das Haus der Verstümmelung. In den Bergen von Himuro steht ein Haus, in dem vor Jahren ein Massaker stattfand. Im Wald in der Nähe verschwinden immer wieder Leute, spurlos, und viele von ihnen sollen in dem Haus geendet haben. Man fand Leichen ohne Gliedmaßen und Köpfe. Ein weiteres scheinbar verwandtes Beispiel ist die urbane Legende von Haus des Schlafes, die ich gerade untersuche. Diese Legende ging in den 60er Jahren durch die Zeitung, aber ähnliche Geschichten gab es bereits früher. Diese Zeitung vom Beginn des 20. Jahrhunderts steht in keinem Zusammenhang mit dem Beginn der Legende von Haus des Schlafes, aber der Hintergrund der Fortgegeisterten und ihr... Was? Aber der Hintergrund der Fortgegeisterten und ihr Zustand ähneln sehr der anderen Legenden vom Haus des Schlafes. Ich untersuche das noch, aber diese Vorfälle können im 19. Jahrhundert begonnen haben und in Büchern findet man Legenden, die wohl Grundlage für das Haus des Schlafes waren. Haus des Schlafes ist ja echt unheimlich. Das Haus des Schlafes ist eine urbane Sage. Vielleicht ist das, was Kai überprüfen sollte. Du fügst ein gut geführtes Notizbuch über urbane Sagen deinen Unterlagen hinzu. Jetzt kann zum Thema. Wenn du neue Informationen erhalten hast, findest du Bücher und Dokumente zum Thema in Bücherschränken oder Schreibtischen. Eine alte Zeitung liegt im Notizbuch. Yay, meine Stimme versagt langsam. Verschwundene in der Region. Quellen zufolge sind gestern vor Tagesanbruch eine Mutter mit Tochter aus dem Dorf Myojin verschwunden. Die Vermissten sind Maki Kutsuhara und ihre Tochter Kotsue. Ich frage mich gerade, ob das die zwei sind, die wir schon kennengelernt haben. Seit letztem Jahr hatten die beiden nach Kutsuharas vermisstem Mann gesucht.
Sie sollten fast jeden Tag in den Bergen gewesen sein. Unsere Quelle, ich hatte sie einige Tage nicht gesehen und wollte sie besuchen. Als niemand öffnete, ging ich hinein, aber sie waren weg. Ich bemerkte nur einige rußähnliche Flecken. Ähnliche Fälle wurden in der ganzen Region bekannt und manche nennen sie Fortgeisterungen. Fortgeisterung ist ein echt komisches Wort. Du hast den Zeitungsartikel Serie von Verschwundenen in der Region deinen Unterlagen hinzugefügt. Use Recherche. Dann schauen wir da nochmal rein. Use Nachforschungen. Laut dem Notizbuch auf Yus Schreibtisch machte er einige Untersuchungen für Kai Amakura. Seine Notizen sind voller Berichte von urbanen Legenden, Zeitungsausschnitte über verschwundene, fortgegeisterte Menschen. Fortgegeisterte? Meinen die dann mit hinfortgegeisterte oder fortsetzen? Setzungsmäßig. Ich glaube, hinfortgegeisterte Menschen. Also das Geister kam und die Menschen mitnahmen. Das macht auch viel mehr Sinn. Wahrscheinlich. So, ein kurzer Blick muss ich jetzt doch mal da rein in die Unterlagen hineinwerfen, weil ich glaube, das habe ich gerade ein bisschen irgendwie nicht richtig. Achso, ja, das wollte ich nicht lesen. So, die urbane Legende. In den Bergen. Wo war das? Die Gegend um den Minakami-Damm, in der Mayu verschwand. Die Geschichte trägt den Titel. Ja, ist sie denn jetzt aufgetaucht oder nicht? Das ist eine gute Frage, aber sie wird hier erwähnt. Das ist interessant. Scheinbar kennen die sich alle. Im Schreibtisch liegt ein noch getippte und handgeschriebene Bücher, blablabla. Aber mehr ist da nicht. Yu. Wo bist du, Yu? Auf dem Regal liegen ein Brief und eine Kamera. Ich sehe den Brief aber nicht. Ähnlich wie die in meinem Traum. Der Brief ist wahrscheinlich von Kai. Brief von Kai 2. Lieber Yu. Eigentlich habe ich nicht so eine alte Stimme, ist egal. Bei meiner Untersuchung der urbanen Legende, das Haus des Schlafes, habe ich ein verlassenes Dorf erreicht, das nicht auf der Karte war. In einem großen Haus fand ich diese Kamera. Meine Nichte Mio. Aha. Meine Nichte Mio. Als Mayu verschwand, machte sie dir viel Ärger, weißt du noch? Sah diese Kamera und sie erschrak fürchterlich. Vielleicht erinnerte es sie an diesen schrecklichen Vorfall. Könntest du dich bitte um die Kamera kümmern? Könntest du das machen? Du kennst dich doch mit Antiquitäten aus. Ich werde einige Zeit nicht zu erreichen sein. Aber ich werde mich umzuhören. Aber ich melde mich, um zu hören, was du herausfindest. Viele Grüße, Kai Amakaru. Also sind das seine Nichten? Das heißt, der muss doch schon ein bisschen älter sein. Interessant. In dieser Kamera, ist diese Kamera dieselbe wie die Kamera Obscura in meinem Traum? Kamera Obscura. Sie ist älter als die im Traum und die Inschrift auf der Rückseite ist unleserlich. Trotzdem sieht sie fast so aus wie die Kamera Obscura. Ich drücke auf den Auslöser, aber nichts geschah. Anscheinend funktioniert sie nicht. Es befindet sich noch immer ein alter Film in der Kamera Obscura. Modriger Film. Der Film sieht ziemlich alt aus, ist aber scheinbar noch intakt. Was könnte wohl drauf sein? Ob ich ihn in der Dunkelkammer entwickeln kann? Bestimmt. Und noch eine Notiz. Mann, wir haben hier ordentlich zu tun und zu lesen vor allem. Kamera Obscura. Eine alte Kamera mit den eingeritzten Worten Kamera Obscura. Habe so eine Kamera gefunden, wie die, die ich im Traum in Yus Zimmer sah. Kai hat sie ihm wohl geschickt. Ist das die gleiche Kamera wie in meinem Traum? Gute Frage. Es ist ein bisschen seltsam, weil ich nicht weiß, ob das noch so eine dieselbe Kamera in verschiedenen Zeiten gab. Weil dieser Doktor hat, glaube ich, doch nur eine entwickelt, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich natürlich auch irren. So, ich muss den einen Brief jetzt gleich nochmal lesen. Blablabla.
Dritter Film. Müssen wir gleich entwickeln. Mache ich gleich. Das mache ich in Zukunft dann nicht mehr. Ich wollte noch mal kurz... wie ich dachte, sind die Symptome meiner Nichte der Krankheit, die mit der urbanen Legende zusammenhängt, sehr ähnlich. Aha. Die ist scheinbar eine Geisterkrankheit oder irgend sowas. Aber wir wissen ja, dass es... Naja, so richtig positiv ist es nicht ausgefallen, aber sie ist ja rausgekommen aus dem Ganzen. Wissen wir ja. Komm, wir gehen in Mikos Zimmer. Nein, wir dürfen da nicht rein. Wir brauchen eine Erlaubnis. So ein Mist. Wir wissen, wie es da drin aussieht. Vielleicht ist Miko ja auch total psychisch gestört eigentlich und ihrem Zimmer ist alles voller Bilder mit Menschen, die keine Augen mehr haben. Ray, you've been working too hard. You should get some rest. It's raining again. It's raining again. Bisschen unheimlich kommt sie einem schon rüber. Aber trotzdem so niedlich. Naja, wenn sie sagt, wir sollen schlafen, dann gehen wir mal schlafen. Vielleicht tut uns das ja ganz gut. Oder ist Miko hier die Böse? Das wäre ja mal ein Plot-Twist. Mir ist nicht nach Schlafen zumute. Na, wir haben es versucht, Miko, wir haben es versucht. Aber Ray will nicht schlafen. Ray. Da muss ich an Sailor Mars denken. Die ist auch Ray. Ich weiß nicht, ob sie so geschrieben wurde. Aber sie wurde so genannt. Und ich glaube an Neon FN, Genesis FN, Moment, ah, Evangelion, so. Da hieß, glaube ich, der auch Ray. Ich glaube, sie wurde sogar tatsächlich REI geschrieben. Ähnelt ihr von der Frisur her auch ein bisschen. Sozusagen. Ah, wir laufen jetzt erstmal straight zum Fotolabor. Dann entwickeln wir mal einen Film, mal gucken, ob das irgendwie... Oh, okay, es geht von alleine. Ah, noch geht's nicht von alleine. Jetzt. Unentwickelter Film. Dieses Bild haben wir gemacht. Eine alte Filmrolle aus der Kamera Obscura. Ganz sicher ist etwas auf dem Film. Mal sehen, ob ich ihn entwickeln kann. Bestätigen. Willst du diesen Film entwickeln? Ich würde dir am liebsten Nein drücken, aber ja. Das ist das Bild, was wir gemacht haben bei der Frau, als sie in der Ecke saß. Ja, Frau auf dem Foto. Ein Bild einer weinenden Frau ist aufgetaucht, genau wie ich dachte. Ich muss das Foto in diesem Traum aufgenommen haben. Das heißt, sie hatte diese Traumkamera benutzt und die hat ein Bild hinterlassen an der Realkamera? Das wir jetzt entwickelt haben. Der ganze Film ist entwickelt. Die Kamera Obscura, das verlassene Haus, das Foto, das ich im Traum machte. Wenn ich Nachforschungen über die Frau anstelle, finde ich vielleicht etwas heraus. Frau auf dem Foto. Die Frau, deren Bild auf dem Film in der Kamera Obscura erschien. Kein Zweifel, es war sie. Es war die gleiche Frau, die ich im Traum im Haus gesehen hatte. So wie damals Yu. Aber warum sieht sie das überhaupt? Ich meine, okay, sie hat sich an. Sie treibt sich ja auch an diesen Häusern herum, in diesen Geisterhäusern. Katze schläft da immer noch ziemlich benommen. So, nochmal ein kurzes Gebet an Yu. Aber hey, gut zu wissen, dass sie überhaupt eine Katze haben. Eine schwarze. Die bringt Glück. So, Miko, wir müssen haben Wörtchen miteinander zu reden. Ich will in dein Zimmer. Miko, wegen dieser Frau auf dem Foto, ob du wohl versuchen könntest, so viel wie möglich über sie herauszufinden? Alles in Ordnung? Ja, das ist ein sehr altes Foto. Also,
Ich fand es in Yus Zimmer. Es ist okay, wenn du nichts über sie herausfindest. Sie hatte nur so etwas an sich. Understood. I'll let you know if I find anything. Ja, das Internet gab's wahrscheinlich noch nicht so wirklich in dem Format, wie wir es heute kennen, sowieso nicht, aber dass man normal suchen kann, wahrscheinlich auch noch nicht so richtig. Wenn du Miku deine entwickelten Fotos zeigst, kannst du sie bitten, sie für dich zu recherchieren. Wenn sie recherchiert sind, kannst du später mit Miku reden, um Bücher und andere Informationen zu erhalten. Krieg von ihr Bücher geschenkt? Verstehe nicht. Geht sie jetzt wieder schlafen, dann kommt sie wieder in... Hallo, die Nacht ist dann gebrochen. Wenn du das Bett mit der X-Taste anklickst, kannst du schlafen. Wenn du die Kamera Obscura auf den Tisch anklickst, kannst du deinen Spielstand speichern. Ich glaube, ich habe das bis hierhin so wahrscheinlich gespielt gehabt. Ja, da sagt sie jetzt nichts anderes. Können wir Musik machen? Warum nicht? So trist und traurig hier. Das haben wir uns alles angelesen. Geht weg, Geister, aus meinem Schrank. Ne. Okay. Judy, wir werden hier in unserem Negligé, so wie das Ding sich, glaube ich, nennt, oder Nachthemd meinetwegen, werden wir hier an der nächsten Folge und nächsten Aufnahme ein bisschen herumstöbern und wahrscheinlich werden wir uns nichtsdestotrotz wahrscheinlich schlafen legen, um dann in das Haus des Schlafes hineinzukommen, um dort dann Nachforschungen anzusetzen, nehme ich mal an. Es sei denn, wir können noch was aus Bücherregalen herausfinden oder nicht. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Obwohl jetzt die letzten zwei Folgen weniger gruselig waren als informativ. Bis dahin, euer J-Mo hier beim Mungmats Mau sagt Cheerio und bye bye. Ja, speichern tue ich nochmal. So, damit ihr es seht, ganz offiziell, ich speichere. Ich wähle jetzt Platz Nummer 3 aus. Ja. So, das war's aber jetzt. Oder? Ja, speichern beendet. Und wir sehen uns. Bis dann.